Der Salmen war ein Gasthof und quasi im Hinterhof des Salmen gab es unten einen Stall und über diesem Stall gab es diesen Saal, den wir hier sehen. Am 12. September 1847 haben sich hier die Freunde der Verfassung getroffen, um gemeinsam erstmal zu beraten, was sie fordern wollen, was sie verändern wollen im Land, und haben dann 13 Forderungen aufgestellt. 13 Forderungen des Volkes Baden. Es war damals noch nicht so, dass man sich einfach draußen versammeln durfte. Da gab es rigide Einschränkungen und deshalb war das quasi so ein Trick, zu sagen, wir gehen in einen geschlossenen Raum. Also die haben sich mittags schon getroffen und hatten hier eine große Tafel, an der gegessen und getrunken wurde und geredet natürlich. Ich denke, da ist es auch heiß hergegangen. Das kann man sich schon so vorstellen. Dann waren es zunächst 200 Leute und dann wurde das Ganze ja geöffnet, sodass das ganze Volk hereinströmen konnte. Und dann wurde es richtig eng. Mit 900 Leuten ist der Saal natürlich proppevoll, da steht man schon sehr eng. Und viele kamen dann hier nach oben, insbesondere die Frauen. Sie haben sich auch eingemischt, also sie haben tatsächlich auch von hier oben mitgeredet. Der Salmen ist dann noch eine ganze Weile Gasthof geblieben, ist dann aber verkauft worden an die neu entstehende jüdische Gemeinde in Offenburg und wurde dann Synagoge. Also dieser Saal hier, der war dann viele Jahre, im Grunde bis 1938, bis zur Reichspogromnacht, die Synagoge der jüdischen Gemeinde in Offenburg. Heute ist es für uns ein Veranstaltungssaal, aber auch ein Ort des Gedenkens, des Erinnerns und ein lebendiger Ort, so wie er eigentlich sowohl zu Zeiten seiner Gasthauszeiten als auch als Synagoge war, ein Ort der Begegnung.